Luise ist dran. Ja, darf ich? Dankeschön. So. Du kannst mal was lernen, Stefan. Volle Bams-Power hier. Und tschüss. Der kommt wieder zurück, oder? War zu fest. Ah. Na ja, gut, da ziemlich außerhalb ist er in Ordnung. So, den nächsten bitte. Packen wir hier rein. Ich denke mal, das ist gut. No! Kannst du nicht zielen, Mann! Gut, oh, das war nicht so gut. Oh, jetzt kommt wieder, er wählt 10 verschiedene Orte aus. Ja, was willst du da hinten? Oh, komm, Stefan. Sollnat. Oh ja, oh ja. Der will mich rausschieben. Der will mich doch glatt. Oh nee, der war gut. Fuck, der war sehr gut. Der war sehr gut, scheiße. Dann bin ich ja mal gespannt, ob du den so in der Mitte parken kannst, Mann. Natürlich kann er. Boah, leck so geht fett. Stefan mal wieder vorne. Ah, er hat schon eine Runde gewonnen. Toll. Stefan mal wieder vorne. Mein Gott, das ist ein Scheiß. Da haben sie die Entwickler voll ins Klo gefasst, oder was? Dass Stefan da 10 Stunden erstmal auswählt. Natürlich gibst du wieder volle Power und kommst wieder zurück. Oh, weißt du's bald. Jetzt nervt er mich dann nur noch. Und die Musik, die... Ah, oh, die ist auch... Oh, immer das Gleiche. Vielleicht sollte ich ihn gewinnen lassen. Oh ne, dann kommt sicher noch so eine Intelligenz-Scheiße und dann bin ich wieder am Verlieren. Vorsprung gehalten, weiter so. Vorsprung gehalten, weiter so. Jetzt pass auf hier. Wie machen wir das denn hier? Ich würde mal sonst so, dass ich dann ein bisschen... Hoffentlich... Läuft eh nicht so, wie ich das geplant habe. Das war wieder zu leicht, oder? Naja. Scheiße. Drin ist drin. Packen wir den jetzt einfach mal hier so voll in der Mitte. War zwar zu fest, aber okay. Bleib stehen. Toll, der rutscht nicht mal mehr zurück. Was ist denn das für eine lame Kacke? Damit kommst du aber sicher auf keinen grünen Zweig. Ach, halt die Schnauze, du scheiß Moderator. Oh nein. Total verpennt hier alles. Er wählt wieder 10 Stunden aus. Hey, das Spiel ist kacke. Das Spiel ist mal richtig homo. Nee, immer das gleiche und dieselbe Musik, das ist einfach nur noch nervig. Ja, das war so klar. Und schieb den auch noch raus, komm. Hey,
Mach doch endlich. Ich bams alle deine Curlingsteine raus. Oder wie man die Teile nennt. Natürlich bleibt er bei dir perfekt stehen. Sieht hat ja das ganz Spiel auch schon tausendmal gespielt. Was macht die Konkurrenz? Ja, die Konkurrenz bamst jetzt alles raus, was weiß es. Und zwar mit Vollspeed hier mitten rein. So, Luis, zeig mal, was für Power du hast. Ist das alles, was du kannst? Na, toll. Nein, meine habe ich nicht. Und die sind immer noch drin. Und ich habe einen von mir rausgecheckt. Gut, dann bams ich hier rein vielleicht. Ich weiß ja nicht. Vielleicht bringt das ja was. Nein, hat leider nichts gebracht. Naja. Ich habe einen Punkt, was? Hä? So geht das. Stefan gewinnt, ja. Ich weiß, war doch klar. Klappe, Stefan, ich mag dich eh nicht. Komm weiter jetzt. Dieser Sieg verhindert, dass Stefan den Anschluss verliert. Ja, okay, ich bin immer noch vorne. Nächstes Spiel gewinne ich. Das nächste Spiel lautet... Mehr oder weniger? Mehr oder weniger. Oh, fuck. Okay, zwei Bilder werden mit Objekten bedruckt. Danach bekommst du eine Frage gestellt, die sich auf eine Eigenschaft der Objekte bezieht. Tippe anschließend, auf welchem Bild die gesuchte Eigenschaft überwog. Wer viermal daneben liegt, scheidet aus. Hatten wir das nicht schon mit diesem Bildkack da? Ihr spielt gleichzeitig. Haben alle ihren Tipp verdeckt eingegeben, wird aufgelöst. Wer viermal daneben liegt, scheidet aus. Welchem Bild hatten die Lebensmittel mehr Kalorien, was? Was soll denn das sein? Auf dem ersten Bild halt. Mit flinken Augen und mathematischem Gespür kann man die richtige Antwort schon erahnen. Das war doch einfach. Croissant gegen so Paprika. Das ist klar, wer mehr Kalorien hat, ne? So, ich hatte recht. Ja, auf mal. Geht's in die nächste Runde. Welche Bauwerke waren übereinander gestapelt höher? Wären übereinander gestapelt höher. Okay, hier haben wir... Oh, weiß ich nicht, was höher ist. Freiheitsstatue oder was waren das eigentlich? Big Ben? Nee, keine Ahnung. Eine 50-50 Chance. Ich sag... Oh, Big Ben ist höher. Ja. Wenn das überhaupt der Big Ben ist, ne? Ja, mach halt. Ich hab auch nicht Ewigkeit. Kann sie so viele Objekte in so kurzer Zeit zählen? Welche Sportfelder hätten insgesamt die größte Gesamtfläche? Okay, Tennis? Nee, Volleyball? Nee, was ist das? Volleyball, ne? Volleyball. Was ist das? Tischtennis. Mehr oder weniger? Auf Volleyball halt mehr. Ja, war doch klar. Okay, weiter. Stefan liegt natürlich jetzt auch immer richtig, weil er weiß ja alles, er ist Gott. Welche Länder hätten insgesamt mehr Einwohner? Zusammengezählt, okay, was ist das? Italien. So, ich sag dann mal Italien. Ja, und Stefan ist falsch. Ja. Polen war ja klar, dass die nicht so viele haben. Nächste Runde, ja, ich noch bin bereit. Noch ist nichts entschieden. Ist das Matchspiel oder so? Welche Objekte werden aneinandergereiht länger? Okay, Wohnwagen. Wie viel haben wir da? 2, 4, 6, 8, 9. What the fuck?
Ein Affen. Bitte schön. Als dann gebt mal euren Tipp ab. Die Wohnwägen. Ist doch klar, Mann. Stefan war schon wieder falsch und ich bin kurz vorm Sieg. Ich bin kurz vorm Sieg, Leute. Auf geht's in die nächste Runde. Yo. Auf welchem Bild lag Mehrgewicht? Was ist das, Butter? Was soll denn das sein? Toastbrote, aha. Ja, was meinst du? Ich sag mal Butter, Bild 1. Ja, und gewonnen. Das war's, ich habe ihn fertig gemacht. Nein! Mit diesem Sieg kommt Luise ihrem Ziel einen riesigen Schritt näher. Das heißt ja einen riesen Schritt? Kann er das noch aufholen? Was für eine Scheiße ist denn das? Wenn er jetzt gewinnt, dann hat er auch 60 Punkte. Ich hab doch schon gewonnen. Toll, und dann wird's wahrscheinlich unentschieden. Wo liegt was? Wo liegt was? Oh ja, da kann ich sowas von gar nicht, weil ich total doof bin. Oh Mann, da kann ich gar nicht. Hier steckt der Reihe nach die Fahnen in die Karte. Jo. Wer dem Ziel am nächsten liegt, bekommt am Ende der Runde einen Punkt. Okay, komm. Und wer als erster 4 Punkte hat, gewinnt. Ja, ich kann das gar nicht. Wo befindet sich das Kolosseum? Schieb mir das. Wo ist denn hier Italien? So, wo habe ich denn da? Schaut mal hier so. Rom ist ziemlich die Mitte, glaube ich. Wenn alle ihre Fahne gesteckt haben, erfahren wir... Ich habe ja gesteckt, Mann. Schon mal davon gehört? Wo tippt denn der auf Kolosseum? Rom, Italien natürlich. Ich war 190 Kilometer entfernt. Yeah. Der tippt da voll irgendwie auf Spanien, Mann. Naja. Was für ein Ort wird wohl als nächstes gesucht? Weiß ich nicht. Wo liegt die Hauptstadt Jamaikas? Warte, ich weiß nicht mal, wo Jamaika ist. Wo ist das? Meint der? Meint der das so? Okay, wenn er da unten tippt, dann tippe ich ein bisschen höher als er, dann schaffe ich das vielleicht. Ja, dürfte ich mal. Hier tippe ich mal. Nein, er war ein bisschen näher dran. Da hinten am Arsch der Welt. Stefan weiß da aber auch nichts. Das ist gut. Ja, Leute, strengt euch mal an. Nochmal zur Erinnerung. Ziel des Spiels ist Klappe. Es... Mach weiter jetzt. Wo starb Gabriel Bonheur Chasnel? Besser bekannt als Modeikone Coco Chanel. Was interessiert mich Chanel? Und wie, wo starb der? Ist er vielleicht irgendwo ersoffen, Mann? Ja gut, vielleicht hat er in Amerika gelebt. Oh, ich weiß es nicht. Ich tippe mal so hier die Mitte. Einfach mal blindlings rein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wo der gelebt hat. Doch, und dann soll ich wissen, wo der starb. Wo könnte das liegen? Was sind denn das für behinderte Fragen? Paris, Frankreich, ja, na toll. So geht das. Hätte ich mir denken können, so ein Franzosen-Lackaffe da. Ah, egal. Ich dachte, was er wäre so rich wird gewesen. Wohl als nächstes gesucht. Ja, wo liegt die Hauptstadt von Liechtenstein? Na, Liechtenstein ist die Hauptstadt von Liechtenstein, du Pfeife.